Einen guten Tag, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit der heutigen Folge, denn sie wissen nicht, was sie tun. Einer davon bin ich, der andere, der nicht weiß, was er tut. Das ist der liebe Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Hi, grüß dich, Tante Günner. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris. Ja, das wird noch ein schöner Spaß heute. Ja. Der Günner und ich haben einen Plan, ne? Wir haben echt einen Plan, ne? Und ich glaube. Also eigentlich ist es der letzte Strohhalm, an den wir uns jetzt hier versuchen zu hängen. Ja. Und zwar stumpfes Techen, ne? Wir techen jetzt stumpf. Ich fände das übrigens ganz gut, wenn man bei den Agententrades vorher sehen können, ob die sowas wie tollpatschig oder sowas haben, ne? Weißt du, was ich meine? Teilweise ja. Vorher nicht. Zum Beispiel bei dem da, boah, Alter, ey, komm, den lösen wir auch direkt auf. Tollpatschige Agenten. Weißt du, stolpert dann wahrscheinlich über jeden Kochtopf, wenn er durchs Lager schleicht. Ja, genau. Also das Gefühl, du wärst super in einem Asterix-Film aufgehoben, aber nicht in so einer ernsthaften Welt. Ja, ja, also Gott, Alter, das ist so bitter. Oh ja, ja, also ja, wir wollen jetzt weiter hochtacken und dann, wenn wir mal ein paar ordentliche Einheiten haben, können wir das Spiel auch, glaube ich, mal spielen. Ne? Ich meine, das ist ja auch relativ nah an dem dran, was ja einige Zuschauer auch schon geschrieben hatten, ne? Dass man typischerweise mit diesen Fraktionen eine Flotte aufmacht, damit aufs Meer segelt, alles auf dem Meer vernichtet, was einem zu nahe kommt und ansonsten aber auch nichts macht, außer hochzutacken, ne? Und dann mit den Huskalen oder so, die man dann kriegt, ne? Dann kann man mit denen ein bisschen raven gehen, ne? Aber hier für uns, das bringt alles gar nichts. Nee, bringt nichts. Wir können erstmal hochtacken und mit dem Schrott, den wir haben, hat man hier keinen Spaß. Deswegen chillen wir jetzt ein bisschen. Klickern es uns so langsam durch. Ne? Also für euch ändert sich tatsächlich nichts. Ja. Nur die Turns gehen schneller vorbei. Ja. Das ist im Grunde das, was jetzt passiert. Also ich werde natürlich trotzdem noch Agentenaktionen versuchen. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht viel bewirken werden. Kritisch gescheitert. Cool. Das Leben ist geil, ne? Ja, auch da gilt wieder, am besten nimmt man halt eine Agenteneigenschaft, dass man den im eigenen oder im fremden Territorium aufstellen kann und dann lässt man den Agenten da stehen, bis der alle Ulti-Skills halt haben kann. Ne? Aber ja, ne, also hin und wieder kann man ja mal auch versuchen, mit denen was zu machen. Naja, mal gucken. Ja, das war's schon bei mir. Jetzt steht der Typ da oben rum. Ne? Ich habe so das Gefühl, die bleiben da oben, die, weißt du, die spielen jetzt das Spiel. Ich gucke verträumt in den Norden, auf das er denke, ich bin ein Baum, ich gehöre hierher. Nein, ich bin kein Feind, ich war schon immer da. Das ist so lächerlich, wie die da oben rumstehen, ne? Nicht mal versuchen, da rauszukommen. Was ich übrigens auch irgendwie arm finde. Ich weiß jetzt nicht, ob Schweden jetzt so gestaltet ist, aber guck mal das da hier an. Das ist, sieht wie so kahl rasiert aus, ne? Echt ein bisschen billig, ne? Naja. Man da irgendwie so, keine Ahnung, jemand wirklich so eine Schneise in den Kopf rasiert hätte. Aber nicht mal in der Mitte, sondern irgendwie so random, so. Sozusagen der Undercut, ne? Da wurde Schweden der Scheitel gezogen. Not researching technologies. Ah ja, okay. Warte mal, dann. Der Bonecrafter, der bringt mir nur Kohle. Das ist nicht so wichtig. Goats Herders Camp. Warte mal kurz, Moment mal. Was ist das da jetzt? Okay, wenn ich das jetzt ausbaue, dann verliere ich Integrität, bekommen, aber nochmal 25 Nahrung mehr. Ja, die Nahrung mehr, die brauche ich halt dummerweise auch. Dann nimm das Herders Camp. Das dauert halt 6 Runden, aber ich brauche halt auch die Nahrung, oder? Warte mal. Oder habe ich, ist das jetzt, Sekunde mal gerade. Ach, das ist eine Mission, ja, die hat nicht geklappt, okay.
Ansonsten, es dauert 11 Runden und dann, das dauert halt nochmal 20, ne? 23 Runden brauche ich, bis ich da bin. Und dann kann ich halt erst das Kriegerlager bauen. Und das ist das Ding, was ich hier brauche. Also immerhin auf der Stufe 3, auf der Stufe 3. Ja, und das brauche ich halt. Ich brauche das Warriors Encampment. Sonst geht halt nichts. Und hier... Nordische Speermeister. Das bringt mir auch nichts. Das sind so viele Texte, wo ich gar nicht weiß, wie ich diese Einheiten überhaupt bekommen soll. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also, ja, ich spare jetzt erstmal 6 Bevölkerungen zusammen und dann kann ich andere Einheiten rekrutieren und dann können wir mal weiter gucken. So, also ich könnte dann weiter gucken. Okay. Weil mich wundert das halt gerade eben die ganze Zeit, was ich da eigentlich jetzt hier noch tun kann mit meinen Einheiten. Ich sehe nichts, wo ich noch die Speerträger irgendwie verbessern kann. Also die nordischen Speermeister bei mir, das wäre dann Miltech 3, glaube ich. Ja, wo? Tier 3, meine ich. Ja, bei mir ist das diese Technologie, wie heißt denn die? Ich brauche halt dieses Organized Armor Production, glaube ich, heißt das bei mir. Ah ne, stopp, hier, das ist es da, ne? Advanced Siegecraft, also fortschrittliche Belagerungstechnik oder so. Und dann gibt es da ein Gebäude, das ich bauen muss. Tischlergilde oder irgendwie sowas. Ach so, weil ich sehe da nicht, was dieses Gebäude mir bringen soll. Da steht da bloß dran Tischlergilde. Und sonst sehe ich da gar nichts. Also ich sehe nicht, dass es mir irgendwelche Einheiten ermöglicht, weißt du? Das finde ich halt auch echt nicht übersichtlich. So, ich habe wieder ein Level-Up für meinen Kommandanten, den alten Lamer. Komm. Jetzt ziehe ich noch mehr Korruption. Und was ist das? Das bringt noch mehr Fressalien, aber das ist uninteressant. Ja, passt. Kann ich jetzt inzwischen neue... Nein, immer noch keine Kavallerie. Es ist nicht möglich. Es ist auch einfach nur traurig. Ich bin schon wieder fertig. Ich soll ein Attentat auf... Abellioni ausüben. Wo ist er denn, der Abellioni? okay, der ist in England. Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das denn für ein Quatsch? Das ist auch typisch für Total War Spiele, dass die dir solche komischen Missionen geben. Oh, guck mal, ich mach noch hier eine Wette, die getischen Separatisten kolonisieren gleich noch hier Alabu. Wow, kritischer Erfolg. Weißt du, was ich wirklich glaube? Diese Gebäude, Günner, hier, also diese Gebäudeslots bei diesem Spiel sind farblich wirklich markiert für eine bestimmte Art von Einheit. Das kann gut sein, ja. Also so rot Militär, gelb Handel und genau. So, ne? Das ist ja normal. Ja, ja. Das heißt, dass ich jetzt hier bei den Sachen, die grün sind, gar keine roten Gebäude bauen kann. So ist es. Was ich schwer assi finde. Das ist einfach nicht zu fassen, ey. Komm, ich reiß mein Hauptgebäude ab und pack da lieber eine Truppenrekrutierung hin. Weil das Ding ist auch rot. Eieiei. Ich fände es halt geil, wenn das einem hier mal jemand erklären würde. Warte mal, ich guck mal in die Dinger an. Einleitung, aha, Provinzübersicht, Berater, Tipps, Kampagnenziel, den Feind angreifen,
Provinzverwaltung, Wohlstand, Provinzen und Regionen, Siedlungen. So, genau. Nein, ich möchte nicht. Nein, auch nicht Verarmung, Krankheit, Seuche, Ressourcen, Fruchtbarkeit, Erlasse, verlassene Regionen, Kolonisierung. Alles total irrelevant. Nein, ich will auch keine Gefechte führen. Ist das vielleicht Militärverwaltung? Wie viele Gefechte haben wir eigentlich? Das müsste ich jetzt nochmal die Zuschauer fragen. Wie viele Gefechte haben wir eigentlich bei gutem Wetter führen können? Glaube nicht viele. Ich glaube auch nicht viele. Ich glaube, das war immer irgendwie Schnee oder Regen oder irgendwie sowas, Ey, ne? die Wiki wirkt auf den ersten Blick da leider wenig hilfreich. Ja. Also, ich gucke. Also, normalerweise, sagen wir mal, ich mu muss vielleicht mal gucken, was sie so Guck gebaut haben. mal, da wurde was besiedelt. Alabu wurde besiedelt. Nee. Ah, nee, doch nicht. Da steht bloß eine Armee rum. Sieht nur so aus, ja, genau. Ja, deswegen habe ich das eben gesagt. Ne? Guck mal, die römischen Separatisten kommen jetzt auch zu uns. Och, Vater, Die ey. haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, da oben gibt's das umsonst. Das ist so dämlich, ey. Es ist so, dieses Spiel ist so endämlich. Okay, ne, also Leute, ne, wir haten es und wir stehen dazu. So, warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken, was du so gebaut hast hier. Ich versuche es halt mit dem. Also, ich bin halt echt am Überlegen. Also, warte mal. Genau, du hast hier den Woodcutter. Ja, ich würde überlegen, hier den Korbweber vielleicht zu tauschen. Ja, aber der Korbmacher bringt mir nichts. Der Korbmacher. Ja, genau, den würde ich für ein Rekrutierungsgebäude aufgeben. Ich kann Für ein den Tischler da rotes. halt reinmachen, aber dann bekomme ich halt mehr Nee. Munition. Nee, das brauchst du nicht. Du brauchst einen roten Slot auf dem Ach, Korbmacher. warte mal. Ein rotes Gebäude. Stahlschmiede ermöglicht die Rekrutierung nordischer Axtkrieger. Da kommen wir doch langsam näher dran, ne? Ja, warte mal, das wäre mal eh. Ich probiere das mal tatsächlich. Ich muss aber gerade hier nach deiner Fraktion Rüstungsschmiede. Ja, komm, ich baue das mal um. gucken. So, warum ist es eigentlich ein Industriegebäude? Das ist ein Industriegebäude, das ist gut. Komm, dann mache ich mal noch mehr Holz. Dann mache ich nämlich noch mehr. Was kann ich eigentlich da rein tauschen? Da kann ich die Tierställe oder die bewässerten Felder machen. Nee, es ist doch nicht so, wie ich gedacht habe, Günner. Es ist nicht so. Es hat nichts mit den Farben zu tun. Ich verstehe es einfach Doch, nicht. doch, 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 doch. Warte mal. Nein, es Andersrum. macht kein. Also auf den ersten Blick Sekunde. zumindest macht es keinen Sinn. Du brauchst. Weil das, was du gerade Witzigerweise eben. kann ich das überhaupt nicht einklappen, Alter. Wer hat denn dieses Wiki gemacht? Okay, egal. Du brauchst. Ja. Hier, was ist denn das hier? Plastermaker? Ah, ich sehe es leider nicht dummerweise bei dir. Boah, Alter, das Wiki ist echt so unfassbar scheiße. So, nee, also du, ich würde den ja, wahrscheinlich brauchst du dann doch ein Industriegebäude. Wahrscheinlich ist es dann doch ein anderes. Also auf jeden Fall nicht rein grau, sondern irgendwie so grau-rot oder so ist es dann bei dir, ne? Es ist, ja, es war erst ganz grau und jetzt wird es grau-rot. Aber jetzt hat sich auch die Farbe des Feldes verändert, jetzt wo ich es umbaue. Ich verstehe einfach nicht, warum ich das Handelslager nicht umbauen kann, aber den Korbmacher umbauen kann. Verstehst du, was ich meine? Das ist Ja, so. ja. Hä? Egal. Ja. Turn beenden. Wir ignorieren das einfach. Genau, ja. Bekomme ich die Axtkrieger. Von denen wissen wir wenigstens, dass sie ein bisschen was können. Und dann bekomme ich wenigstens noch diesen Rüstungsbonus. Aber es dauert halt auch 4 Turns, bis es fertig ist. Gucke ich gerade mal, ob ich diese komische, sag mal, diese komische Schmiede hier. Genau das will ich sehen. Ah, das ist. Ah, die organisierte Rüstungsproduktion. Genau, die bringt mir dann die Schmiedegilde. Und die Schmiedegilde
bringt mir dann gar nichts mehr, außer dass ich dann die Rüstungsschmiede und Waffenschmiede auf Level 2 bringen kann. Plus 10% mehr Rüstung und Nahkampfschaden für Rekruten. Ja, aber das ist gar nicht schlecht. Aber ganz im Ernst, warum sollte man denn überhaupt einen Korbmacher machen? Es gibt einige Gebäude, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Das ist vollkommen richtig. Du machst also, halt es gibt ein einige mehr Gebäude, Geld, die würdest du einfach niemals bauen. Da gibt es einige von. Ja, also du machst schon ein Viertel mehr Geld, aber... Also über das wirtschaftliche Feintuning kannst du dir Gedanken machen, wenn du mehrere Siedlungen hast. Ne? Aber dann ist das Spiel doch schon vorbei. Dann snowball ich doch eh schon. Ja, so ist es. Aber wart mal ab, bis die Korruption dann bei dir reinkickt und die Hunden kommen, dann snowballst du nicht mehr. Okay. Dann ist das auch wieder Game of Pain. Dann werde ich gesnowballt, meinst du? Ziemlich sicher, auf jeden Fall. Die Rugier stehen vor deiner Armee. Das ist ein Agent. Ach so, okay. Hey, das fällt mir auch so schwer, das hier so zu erkennen, auf den ersten Blick zumindest. Also, Profis werden es sicherlich erkennen, weil da irgendwie wahrscheinlich so ein... Da ist ein Icon drüber. Ein Icon fehlt. Das Symbol ist ein bisschen kleiner als das von der Armee und dieser Kranz drumherum. Das meine ich ja, der Kranz. Stärke anzeigt, aber ich sehe den Kranz halt. Ich weiß nicht, ob es in meinen Augen liegt, aber ich nehme den nur wahr, wenn ich gezielt drauf gucke. Weißt du, so... Das ist natürlich dann mein Problem, aber es ist halt einfach vorhanden. So. Leute, und bald kann ich hier nämlich meine wikingischen Plünderer rekrutieren. Also, um genau zu sein. Ah, da brauche ich ja wahrscheinlich auch nochmal Bevölkerung zu in 5, 9. Wahrscheinlich so im nächsten Part. Ja, wir klicken jetzt schnell durch, dann haben wir auch mal ein paar Techs, ne? Ja. Muss ich halt das hier noch techen, den Zwangsheerbann, wenn ich damit durch bin. Dann kann ich diese komische Schmiedegilde bauen. Ich habe bloß keine Ahnung, wie ich an das Kriegerlager rankomme. Ich habe keine Möglichkeit, das Kriegerlager zu bauen. Da übersiehst du vielleicht dann was. Also vielleicht brauchst du noch ein anderes Gebäude oder eine andere Tech. Wenn du auf das rote Icon klickst, dann zeigt dir der übrigens an, welche Tech du erforschen musst. Dann öffnet der den Tech. Das ist mir klar. Nein, ich kann Gebäude nicht bauen, obwohl ich sie getaggt habe. Weil anscheinend... Ja, wenn das Hordengebäude sind, ist da so ein Rad-Symbol oben links? Das war ja mal extrem lame. Tischlerbogen. Ja, okay, tatsächlich, da ist ein Rad drin. Das habe ich auch noch nicht beobachtet. Ach, du ahnst es nicht. Ja, das Spiel ist nicht so intuitiv. Ich sag ja, wir haben angefangen, da hatte ich 12 Stunden drin und ich habe es privat auch nicht weiter geübt. Also es ist auch, und ich glaube, alle, die zuschauen, verstehen jetzt auch, warum man das privat nicht so gerne oder so häufig spielt. Ich habe noch einen weiteren Grund. Ich habe schon wieder eine Seuche in meiner Stadt. Yeah. Oh mein. Muss man mal aufpassen, dass die Seuche nicht auf die Bundeswehr übergreift, ne? Ja, also deswegen sollten wir es auch echt alle da rausstellen. Also es ist gerade eben... Jenseits von Gut und Böse, du. Komm, mach nochmal einen kritischen Fehlschlag bei dem Typen da unten, weil das Leben so schön ist. Ich habe eben auch einen gehabt, übrigens. Nee, das war ein Erfolg, okay. Cool. Ich bin echt am Überlegen, ob ich Hafen angreifen will, ohne Witz. Ich meine das ernst. Warte noch ein bisschen. Ja, wir warten noch, Leute. Wir haben doch gesagt, wir warten jetzt. Wir warten jetzt auf die besseren Einheiten. Du hast schon recht. Mich stört dieses Hafen da unten bloß. Ja, mich stört's auch. Das ist echt der wandelnde Mittelfinger hier. Mm. Und ist das eine Revolte von dir, ja, ne? Ist ja, das, ja, ne? Klatsch sie weg. Boah, ich greif die an. Das oh, cool, mir fehlt eine Einheit, Leute. Seht ihr, das ist auch geil, ne? Ich habe eine Einheit zu wenig in der Armee. Ah, jetzt ist sie wieder da, okay. Warriors, ho! Warriors, eher so,
Ja, so ein Gejaule, ne? Ja, genau, oh Gott. Okay, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Gebäude brauchen, die echt heftig Integrität kosten, aber ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier konsequent weiter auf den Ulti-Skill. Yes. Jetzt sehe ich es halt auch zum ersten Mal echt, dass da halt auch echt Gebäude dabei sind, die diese Hordensymbole haben. Oh Mann. Aber dann verstehe ich trotzdem nicht, warum ich hier und da diese ganzen dämlichen Einheiten also nicht verbessert bekomme, weißt du? Verstehe das nicht. Manche dieser Einheiten, also gerade diese nordischen Speerträger, scheinen ja durch nichts zu verbessern zu sein. Hm. Wahrsten Sinne des Wortes unverbesserlich. Ich muss hier weitermachen. Das ist doof. Aber ja, okay. Ja, du bleibst einfach stehen, oder? Ja, der macht da nichts. Zeig mal ganz kurz. Ich hatte ja eben wieder kritische Agentenfehler. Mhm. Also die da unten sind schon verlangsamt, ne? Den brauchst du nicht mehr. Ja, ich überlege halt gerade, mir noch einen neuen hier zu holen. Komm, nimm mal den einen neuen, den anderen. Der wird ja wahrscheinlich wieder jetzt irgendeinen Negativ-Trade haben. Tollpatschig oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Oder Fußpilz minus 100 auf Erfolgswahrscheinlichkeit. Seht ihr wieder übrigens, wie diese Flotten da im Ozean vor sich hinschimmeln, weil sie nicht trauen, zum Map rüber zu segeln? Ruah, da sind sogar zwei Seitenanführer dabei. Wegen dieser einen Flotte trauen sie sich nicht, ne? Ja, genau. Ey, die KI scheint nicht dazu in der Lage zu sein, sich auszurechnen, dass sie das eigentlich mit 3 oder 4 Flotten locker schafft. Doch, das kriegt sie, glaube ich, schon hin, oder? Obwohl, naja, ich weiß nicht. Ja, sonst würde sie ja kommen. Oh, die Thüringer, Mann, irgendeine Agentenaktion. Nein, die wollten mit mir Frieden haben. Also, Schweine. Mm. Die Thüringer Klöße. Oh, Mann. Das ist ja mein persönliches, also das ist ja meine persönliche Errungenschaft beim aktuellen EU4 DLC bei Emperor. Jetzt gibt es wieder Thüringen als Fraktion. Es war aber so lustig, wenn man englische Let's Player gesehen hat, die dann versucht haben, das Wort Thüringen richtig auszusprechen. Kommt irgendwas mit Thüringen oder sowas? Forget it. ich verlangsame diesen einen Verein hier wieder. Kritischer Erfolg. Yes. Der ist schon 44 Jahre alt und kompetent. Was mache ich denn gerade? Alter, ne, der hat 3 Fullstacks hier, ne? Also 3 Fullstacks, die wir sehen können, ne? Mhm. So, kann ich jetzt noch mal eine Kavallerie rekrutieren? Ja, eine geht. Wahnsinn. Man freut sich ja schon über die kleinen Dinge im Leben, ne? Ja. Ich meine, ich habe ja hier immer noch die Pest in meiner Bude, ey. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, Diphtherie oder... Keine Ahnung. Typhlebrakon oder so. Weißt du, wenn die Leute sind so krank, die schießen Dünnpfiffblut aus ihren Augen. Ach ja. Ich wusste übrigens mal gerade, das gibt noch Zill, ne? Okay, und das? Das auch, okay. Mhm. So, machen wir das. Dann, der Typ ist gesund. Ich will mal angucken, was es überhaupt für Einheiten gibt. Quite right geht, aber... Leiden zum Seegefecht. Reiter, Spione.
Leistung, Erfahrung, Integrität. Einheiten, da, genau. Nahkampfinfanterie. Kohorten. So, noch ist er gesund. Okay. Ja, dann in 2 Runden kann ich das Ding weiter ausbauen. Halleluja. So, jetzt gucken wir hier bei den Gauten. Aha. Bordische Plünderer. Bordische Schar. Bordische Krieger. Ich wüsste echt gerne, wie der Rest von der Map aussieht. Das sollten wir uns für den letzten Part aufheben. Einfach nur nochmal mit den Agenten weiter nach Süden laufen und einfach mal gucken, was wir da noch aufdecken können. Ich würde echt gern wissen, was sich da so getan hat. Wie interessant. Die nordischen Axtkrieger haben echt guten Nahkampfangriff und unglaublich brutalen Nahkampfschaden. Aber wenig Rüstung oder haben keine Geschossabwehr vor allen Dingen. Die haben keine Geschossabwehr, aber das ist in dem Spiel ja egal, weil selbst die Schilde haben ja genau, keine. Ja, aber sie haben selber 2 Wurfspeere dabei. Also sind de facto nackig, haben Rüstung 10, auch keine Nahkampfabwehr. Das ist alles schon sehr, sehr interessant, ja. Ah, ich habe übrigens, ich habe mich bei dir mit Penis-Aids angesteckt. Oh Gott, das Ding heißt Dysenterie. Das ist eine Durchfallerkrankung. Ja, und das klingt schon nach Düse so, ne? Aber ja, aber tatsächlich muss man dazu auch sagen, dass diese Dysenterie-Erkrankungen in der Geschichtsforschung bisher sehr stark unterschätzt worden sind. Man geht davon aus, dass die teilweise doch einen erheblichen Einfluss auf das Geschehen der Weltgeschichte hatten. Denn man muss sich ja nur mal vorstellen, wie sieht das aus bei so einer entscheidenden Schlacht, wenn halt vorher die verteidigenden Truppen an so einer Durchfallerkrankung leiden und ihre Stadt nicht mehr verteidigen können und dadurch vielleicht dann halt ein Königreich untergeht oder so. Ne? Also das ist schon sehr bezeichnend. Ich glaube, Gregor von Tours spricht auch in einigen Fällen davon. Schwierig für die Historiker ist, dass das nicht immer klar zugeordnet werden kann, weil die Historienschreiber, die das aufschreiben, was da passiert ist und woran die Leute litten, die hatten selber keine medizinischen Kenntnisse, insbesondere keine mit modernen Kenntnissen vergleichbare. Man wusste nicht, was Bakterien sind oder was Viren sind, ne? Und dementsprechend benennen die das auch nicht immer genau. Häufig schreiben die dann von einer Pestis, die dann da irgendwie wütet, oder Malaria, wobei damit nicht unbedingt die Malaria-Krankheit gemeint sein muss, sondern Malaria hier im Sinne von schlechter Luft, ne? Der Gestank von diesen, also überleg dir mal, wenn 1000 Soldaten Durchfall haben, wie das da im Lager stinken muss. Ist das nicht sogar die Übersetzung von Malaria? Der Begriff? Ja, klar, natürlich, ja. Aber überleg dir, also, aber das ist nicht unbedingt die Malaria-Krankheit, ne? Ja, ich weiß. Ja, also, ne? Also, das möchte ich meinem schlimmsten Feind nicht zumuten, ne? Dass der sich mit diesem entsetzlichen Gestank bei diesen Krankheiten da auseinandersetzen muss. Ne? Ja, also tatsächlich, bist du fertig übrigens? Oder? Ja, ich tue gerade meine Armee mal umbauen. Achso, okay. Denn ich hole mir jetzt mal statt Speerkämpfern an der Flanke diese Axtkrieger. Ich habe jetzt tatsächlich 2 verschiedene Axtkrieger bekommen durch die Aktion. Und die hole ich mir jetzt einfach mal tatsächlich. Ich habe ja die Kohle. Mhm. Vielleicht taugt das ja sogar mal was, weißt du? Jetzt fehlt es nur noch, dass ich dann auch noch kompetente Fernkämpfer irgendwo her bekomme. Aber ich glaube, die gönnt mir das Spiel nicht. Wobei bei der Tischler-Gilde weiß ich echt nicht, was das für Einheiten sind. Tischler. Guck mal, ob der Tischler mir das ermöglicht. Tischler, Munition für Geschoss, Rekruten.
Gauten. Ja, tatsächlich, ermöglicht mir keltisch, nee, ermöglicht mir ja keltische Armbrüste, wollte mich verarschen. Also anscheinend kann ich der Armbrustschützen ausheben, du. Aber hier sind halt keltische Armbrustschützen. Das halte ich jetzt irgendwie für lame bei Gauten. Was ich meine. Etwas komisch auf jeden Fall, ja. Ich Ja. verstehe, was du meinst. So, warte mal. Also, nordische. Boah, Alter, 370 Unterhalt kosten die. Okay, warte mal, wir vergleichen. Okay, die haben schlechteren Nahkampfangriff. Einen schlechteren Charge-Bonus. Die haben eine bessere Nahkampfabwehr. Weniger Gesundheit, ein bisschen mehr Moral. Die sind langsamer. Alter, warum will man die Einheiten überhaupt? Und dann sind die noch so viel teurer. Ah, die haben mehr Munition. Okay, gut, alles klar. Jetzt verstehe ich, wie man die einsetzen soll. Okay, gut. Der Turier, der braucht noch Skills. Okay. Habe ich hier da Foreign Province. Das heißt, also brauchst du einmal das und einmal das. Aber ich weiß, was du meinst. Also die Ding ist ja echt nicht gut. Was ist nicht gut? Die Wiki ist echt nicht gut. Ja, nee, echt nicht. Ja, ich wollte nochmal auf diese Dysenterieerkrankungen zurückkommen. Ne? Also häufig, jetzt so am Ende, ne, von diesem Part hier, ne, häufig hat man eben wirklich auch das Problem, dass die Die Geister Infektionen steigen. bei solchen Erkrankungen eben sehr, sehr schnell sich verteilen. Ne? Also wir denken nochmal an die Situation, 1000 Soldaten müssen mit Trinkwasser versorgt werden und sind vielleicht in einer Region, wo das nicht so einfach möglich ist. Und dann ist es vielleicht noch ein schwüler, heißer Sommer, wo die Leute wirklich aus jeder Dreckspfütze halt saufen, ne? Einfach weil sie großen Durst haben. Und Das sie ist eine. teilen sich permanent gegenseitig die Trinkgefäße, ne? Ja, und wenn dann halt eins verunreinigt ist, ne, dann geht es halt ganz schnell. Und weil die Leute eben ja auch kein Verständnis haben von Hygiene oder ähnlichem, ne, die erleichtern sich halt auch, um es mal so auszudrücken, an allen nur denkbaren Orten. Und ne, also keiner kann das in so einer Situation halt eben auch wirklich kontrollieren. Insbesondere schwierig wird es dann noch, wenn heftige Regenfälle dazukommen. Und dadurch natürlich auch noch mal vielleicht jetzt so Fäkalien und Ähnliches halt in die entsprechenden Wasserreservoirs gespült werden, wo die Leute eigentlich trinken wollen. Und ja, dann geht das ganz schnell. Und gerade bei diesen Dysenterieerkrankungen, insbesondere auch bei Ruhr, da ist die Inkubationszeit eigentlich halt sehr, sehr niedrig, ne? Da erkranken die Leute häufig innerhalb von 24 Stunden an sehr, sehr schlimmen Durchfall und Erbrechen, Übelkeit und sowas. Also, und das Tragische ist ja dann, häufig sterben die mehr oder weniger wie an, als ob die verdursten würden, weil der Körper keine Flüssigkeit mehr hält, ne? Weil die Bakterien halt den Körper so ruinieren, ja, dass man das, was man trinkt, nicht mehr drin behält, ne? Oder was man isst halt eben auch, ne? Ist kein Tod in Würde auf jeden Fall, ne? Also ich hatte tatsächlich schon mal eine üble Durchfallerkrankung, also keine standardmäßige. Das ist nicht cool, sage ich euch. Das ist alles andere als cool. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat. Vor allem, weil es bei mir damals war, dass tatsächlich erstmal Medikamente nicht geholfen haben. Ja, und weil wir das nicht wollen, dass das hier irgendjemand erlebt, Ja. beenden wir jetzt den Part an der Stelle und sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, sage ich, macht's gut und Pax vobiscum, valete. Tschüss.